heute in der Fraktionssitzung werden wir uns natürlich beschäftigen mit dem Migrationspakt. Wir haben dazu zusammen mit der SPD einen Entschließungsantrag vereinbart. Das ist gut. Das stellt einige Sachen klar. Das entzaubert auch einige Mythen und das bestärkt auch unsere Positionierung, dass wir Migration begrenzen, regeln und steuern wollen. Und das zeigt auch, dass dieser Pakt genau dafür ein Anknüpfungspunkt ist, das Ganze zu reden. Was uns momentan Sorgen bereitet und insofern wird man auch so ein bisschen vom Tagesgeschehen auch bestimmt, ist die Situation im Asowschen Meer in der Ukraine. Und das beobachten wir mit besonderer Sorgfalt. Und wir können alle nur aufrufen, dazu deeskalieren, diesen Konflikt zu beenden. Es zeigt aber auch, dass es noch andere Dinge gibt in Europa und in der Welt als die Dinge, mit denen wir uns immer beschäftigen. Diese Woche werden auch wieder sehr, sehr viele Gesetze verabschiedet. Auch das ist eine Sache, die oft so ein bisschen unter die Räder kommt angesichts der aktuellen Diskussionen. Und wir sind wieder sehr, sehr aktiv gewesen im Bereich Arbeitsmarkt. Und da wird Hermann Gröhe jetzt zu berichten. Ja, mit dem Qualifizierungschancengesetz setzen wir eine wichtige Maßnahme im Bereich der Arbeitsmarkt, der Sozialpolitik um. Es geht darum, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz durch technologische Umbrüche oder durch Strukturwandel bedroht ist, durch rechtzeitige Stärkung ihrer beruflichen Fähigkeiten wirksam vor Arbeitslosigkeit zu schützen. Wir haben da besonders im Blick auch durch die Staffelung der Förderung die Situation von kleinen und mittelständischen Betrieben, deren Fähigkeit zur beruflichen Weiterqualifizierung ihrer Belegschaft wir gezielt stärken wollen. Es geht auch um die Weiterqualifizierung gerade in Mangelberufe. Wenn Sie sich die Beschlussfassung über das Teilhabechancengesetz, den sogenannten sozialen Arbeitsmarkt, vor 2 Sitzungswochen ansehen und jetzt das Qualifizierungschancengesetz, dann sehen Sie gleichsam als gemeinsame Ansicht, wie stärken wir die Fähigkeit der Menschen, selbstbestimmt durch Arbeit für sich sorgen zu können. Eigenverantwortung stärken wir damit als wesentlicher Ausdruck eines solidarischen Gesundheitswesens und eines solidarischen Arbeitsmarkts. Das ist gleichsam unsere Antwort auf ein Gerede über bedingungsloses Grundeinkommen. Nein, Teilhabe durch Arbeit wird der Menschenwürde gerecht und deswegen geht es uns in dieser Sitzungswoche gezielt darum, die Fähigkeit durch entsprechende berufliche Fähigkeiten für sich, die eigene Familie sorgen zu können, zu stärken. Wir verbinden dieses wichtige Gesetz mit wichtigen weiteren Punkten der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Ich nenne die Absenkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags. Da haben wir nun gerade als Unionsfraktion von Anbeginn gesagt, lasst uns ehrgeiziger sein als das, was im Koalitionsvertrag bereits geregelt war. Gesetzlich wird nun der Beitrag um 0,4 Punkte gesenkt. Die Voraussetzung dafür geschaffen, um einen weiteren Zehntelpunkt durch Rechtsverordnung abzusenken. Das ist wichtig, weil wir natürlich die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft vor einer Überlastung im Bereich auch von Zusatzkosten, Lohnzusatzkosten zu schützen. Denn ein florierender Arbeitsmarkt ist die Grundlage eines guten Sozialnetzes. Wir wollen passgenau helfen. Deswegen wird beispielsweise eine Regelung entfristet, die für unsere Landwirte im Bereich der Saisonarbeit von besonderer Bedeutung ist, damit Menschen dort unbürokratisch weiter gut Beschäftigung finden können, wird hier die Fristverlängerung auf 70 Tage, was diese Saisonarbeit angeht, nun dauerhaft ermöglicht, eine wichtige Arbeit. Wir setzen um ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Thema Tarifeinheitsgesetz. Das Ziel ist es, dass die von Minderheitengewerkschaften vertretenen Berufsgruppen im Verfahren zwischen den Tarifpartnern besonders berücksichtigt werden müssten. Das setzen wir um als Vorgabe der Karlsruher Richterinnen und Richter. Und schließlich ist uns ebenfalls es wichtig, dass wir für das fliegende Personal in Luftverkehrsunternehmen die Bildung von Tarifverträgen erleichtern. Da wird im Grundsatz dann ab 1. Mai des nächsten Jahres das Betriebsverfassungsgesetz gelten. Bis dahin besteht die Möglichkeit, durch Tarifverträge den Besonderheiten beim fliegenden Personal Rechnung zu tragen. Und oh Wunder, das gesetzgeberische Handeln hat schon heute zu einer ersten Vereinbarung tarifvertraglich über einen weiteren Betriebsrat gesorgt. Genau die Richtung, die wir uns wünschen, um auch hier zu einer angemessenen Vertretung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gelangen.
Ja, darüber hinaus gibt es beunruhigende Nachrichten aus China. Die müssen noch verifiziert werden, dass dort das Erbgut von Menschen beeinflusst wird. Das wäre ein neuer Schritt, ein sehr, sehr wesentlicher Schritt. Und das zeigt, dass wir uns auch hier in unserer parlamentarischen Arbeit mehr mit diesen ethischen Fragen des Lebens beschäftigen müssen. Da werden wir als Unionsfraktion auch einen Schwerpunkt drauf setzen. Wie gesagt, wir werden das jetzt genau prüfen, was da passiert ist. Aber die Nachrichten sind doch sehr, sehr beunruhigend, weil das also tatsächlich auch eine ganz neue Dimension ist.